Gut. Und jetzt gucken wir mal, was wir machen wollen. Wir sind hier unten. Festmahl für Bettler. Ach, das ist es mit den Hasen. Die alte Dirne, Köstlichkeiten, Plünderer. Plünderer wäre in der Nähe, da könnte ich ein bisschen üben. Tierhäute ist da oben. Das ist überall auf der Welt. Das Pferdchen habe ich noch nicht gefunden, aber Wasser oder Scheiße ist hier. Und der Bug ist nicht mehr da. Kann man machen. Ein Freund in der Not. Hier oben. Wollten wir eh. Wir wollten zu Theresa gehen. Kann man machen. Steinschlag. Waren wir eh letztes Mal dran? Also im letzten Stream. Werden wir auch noch heute machen. Dann haben wir ja eigentlich drei ganz nette Sachen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Eventuell kommen wir auch noch mal da hoch. Essen haben wir heute vergiftet. Schauen wir mal, ob wir das mit dem Pfeilen heute irgendwo noch unterbekommen. Ansonsten so in den nächsten Sitzungen. Gut, wir haben einen Plan. 15 Grad hast du in der Wohnung. Oh Gott, wie kalt. Und dein Kaffee ist fertig. Jetzt hast du keine Neuigkeiten mehr. Heizung muss erst anlaufen. Eine Willkommen, Maus Heinrich. von Was ist Klim? denn? Das ist Klim. Ist das eine Firma? Kann man das essen? Was Gott ist denn sei das? mit dir. Felsen. Ah. Okay, oder wir Es kriegen ehrt noch mehr mich, dass ein Quests Ritter wie und du sich für mich interessiert. alles läuft ganz anders. das hatte ich aber schon. Landstreicher. Wetten, der will kämpfen? Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Nix. Du siehst aus, als wärst du überfallen ich worden. Ich sehe immer so aus. Lass mich in Ruhe. Wieso lungerst du hier rum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was so, ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Scarlet liegt in Trümmern. Such dir wen anders dafür. Die Pest soll dich holen, dich und deine Nachkommen. Schimpft sich Christ und verweigert seinem Nächsten die Hilfe? Ich klau halt nicht. Welches wollten wir denn zuerst machen? Rot? Machen wir rot. Hauptsache, die Tasse ist größer als dein Kopf. Ja, was glaubst du, warum das immer große Tasse-Stream heißt? Ich liebe große Tassen. Und ich habe einen kleinen Kopf. also ich bin allgemein recht klein. Also jetzt nicht irgendwie, ne? 1,64. Aber halt. Aber nicht irgendwie. das hat sich jetzt angehört, als wäre ich winzig. Wie jetzt kommt, du bist doch winzig. Besten Taschenschieber. du bist doch winzig. Haha. 1,64 ist gar nicht so klein. Und wenn ich hüpfen muss, um dir das zu sagen. Löwenzahn. Oh, ich finde das immer so schön. Ich bekomme da total Lust, wirklich in den Wald zu gehen und Kräuter zu sammeln. Aber hier bekomme ich halt Punkte dafür, ne? Guck mal, da ist noch irgendwas Lilanes. Was ist denn das? Ach, Disteln. Toll. Sie ist nicht winzig, sie ist kompakt. Genau. 1,64, wie niedlich. Ach Gott. Eigentlich ist es eine Espresso-Tasse.
Ja, genau, ich bin platzsparend. Das ist gut. Platzsparend. Finde ich gut. Ich habe eine Tasse für 2 Liter, wo drauf steht, ich muss mehr trinken. Siehst du? Ich habe ja hier eine große Kanne immer mit Tee stehen, ne? Und dann habe ich natürlich noch meine Tasse. Die auch recht groß ist. So, ich will hier ein bisschen Ringelblumen pflücken. Wermut, ah. Ja, sagen wir es mal so, ich freue mich immer, wenn ich mal jemanden treffe, der kleiner ist als ich. Das kommt nämlich gar nicht so oft vor. Muss ich tatsächlich sagen, ja. Muss ich zugeben. Oh, ich will jetzt erstmal zu dem roten A. Dann arbeiten wir das alles so ein bisschen ab. Ein bisschen Blümchen pflücken nebenbei. Ach so, das ist aber da hinten. Ach so. Dann gehe ich da hin. Blau. Machen wir erst blau. Kompakt klingt irgendwie. Na egal. Ich finde, dass das witzig klingt. Aber platzsparend finde ich am besten. Ich bin platzsparend. Die Wohnung hier ist eh so klein. Das ist dann ganz gut. Oh, ich komme da nicht durch. Das liegt daran, dass der Heinrich halt so groß ist. Jetzt wisst ihr, wieso ich immer denke, ich komme da locker durch die Büsche und so. Ich bin das so gewöhnt. Wer ist da? Hallo. Oh, ich dachte, die sagt vielleicht irgendwas Schönes. Na gut. An den ersten Tagen habe ich diese Arbeitskollegin immer umgerannt, da ich immer über sie drüber geschaut habe. Ich bin als Typ recht klein, daher freue ich mich immer, wenn nicht alle Mädels ab 1,70 aufwärts sind. Ach so, okay. Ich habe meine Ex immer auf die Schulter genommen, ging ganz gut. Hallo, Maggis! Oh nein, und ich falle in die Pampe hier. Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oh Gott, hier. Sehr gut gemacht. Oh Gott. Ein paar Kräuter genommen und schon kann ich nicht mehr springen, wisst ihr? Also, weil die Kräuter sind ja so schwer, die machen es ja dann voll aus noch. Ich habe ja sogar 3 Retterschnaps vorhin produziert. Ich dachte, das wäre nur einer gewesen. Sau gut. Ich habe 3 Retterschnaps dabei. Das freut mich gerade voll. Voll geil. Bis so 6, 7 rum. Nee, 7 auf jeden Fall. 7, 8 viel. Ah! Jetzt bin ich schon wieder reingefallen. Also, Spiel. Du willst mich doch ärgern. Alter Misthaufen hier. Also wirklich? Ernsthaft? So. Sagt er was Schönes? Oh. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Was machst du da, Heinrich? Ich glaube, seit gestern ist mein Spiel ein bisschen verbuggt. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Nee, die sagen alle nichts Neues. Na gut. Oh.
Aber wir nehmen noch ein Blümchen mit, oder? Schönes Blümchen aus dem Vorgarten. Stimmt, wir könnten uns echt mal wieder waschen. Gute Idee. Bevor wir jetzt hier zu Theresa gehen. Ach, die sitzt wahrscheinlich wieder auf der Bank und lässt sich's gut gehen, wie ich sie kenne. Hallo, Theresalein. Ich hab dich gar nicht betrogen. Gar nicht. Matthäus und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? Sie sind wohlauf. Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratai wird es auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit. Sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledetschko ist alt. Hm. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Ledetschko? Mach ich. Danke. Okay. Können wir jetzt nicht mehr mit der ausgehen? Ist das echt so? Er hat jetzt mit ihr rumgemacht und jetzt hat er kein Interesse mehr, oder wie? Aber sie ja auch nicht. Irgendwie so komisch. Ah ja, jetzt soll ich nach Ledetschko. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier wieder zurück und machen die grünen Sachen. Willkommen, Heinrich. Hallo. Nee, solange ich hier in dem Dorf bin, machen wir erstmal hier alles fertig. Und irgendwie muss ich das jetzt nochmal umstellen. Ich finde es krass. Helf mir, bitte. Ich komme aus Skalitz und habe alles verloren. Wie geht es dir, Heinrich? So ist besser, komisch. Gute Nachbarn, mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Aus Skalitz stamme ich. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Wie oft warst du mit ihr aus? Ich glaube zweimal. Und dann das dritte Mal haben sie dann irgendwie Verstecken gespielt und dann rumgemacht und jetzt irgendwie hat keiner mehr Interesse an dem anderen. Ich dachte, die sind jetzt zusammen, aber anscheinend nicht. Also, dann kann er eigentlich jetzt auch rummachen, wie er Bock hat. Ich glaube, die haben gar keine Beziehung. Ich dachte, sie hätten eine. Es sollte einfach nicht sein, mit manchen Dingen muss man abschließen. Ja, ich glaube auch. Ganz komisch. Aber okay. Ich glaube, unser Heinrich ist einfach so ein kleiner, versauter Bengel. Heinrich, schön, dass du da bisschen bist. Bisschen falsch rum, aber... Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Der Vogt schickt mich. Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten... Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Ich kenne die Skalitzer. Verstehe. Was willst du wissen? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Was bin ich dann gestorben? Das wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung? Liebreizend? Wozu? Ja, das hatten wir schon. Ihre Kochkunst Komisch. Soll die Leute beeindrucken, nicht ihr Äußeres. Ich verstehe. Verzeih. Hallo, Tattoo Cleaner. Ja, muss ich jetzt 9 Monate lang spielen, genau. Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ich glaube, ich bin dann einfach wahrscheinlich gestorben. Man hätte wirklich früher darauf kommen können. Deswegen hat er das jetzt nicht mehr. Es ist besser für die Stadt, wenn die Bürgerschaft nicht ihre eigenen Bediensteten schicken muss. Und es ist auch besser für meine Leute. Natürlich, natürlich. Das versteht sich von selbst. Mhm. Ja, da sagt er jetzt, da redet man irgendwie nicht drüber. Ich hörte, du brauchst auch jemanden, der... Es schickt sich aber nicht. ...die Latrinen leert.
Es ziemt sich nicht, über derlei Dinge zu sprechen. Zumindest nicht für anständige Leute. Aber ich muss wissen... Genug. Kein Wort mehr darüber in meinem Haus. Nein, nein, nein. Na gut. Cry 0x Tochter? Wie spricht man das aus? Cryoxis Tochter? Vielleicht? Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Der böse, böse Heinrich. Hat natürlich wieder nicht begrüßt. Also, so ein Schlawiner. Ich habe ihm doch gesagt, er soll das machen. Aber ich hab's gesehen. Alles gut. Ich weiß nur nicht, ob ich deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. mal kurz schauen, ob ich hier noch handeln kann. Ob ich was zum Verkaufen habe vielleicht. Na, eher nicht. Eher sogar, dass ich was bei dem kaufen würde. Ne? Beziehungsweise die Kräuter könnte ich bei ihm verkaufen. Ich hab schon wieder so viele. Wenn er das alles kauft... Warum eigentlich nicht? Ich pflück sowieso die ganze Zeit so viel. Und das wiegt ja auch. Und ich habe ja jetzt diesen schönen Skill, dass ich mehr Geld bekomme. Okay, danke. Und vielleicht bis später, Maggis. Gut, zum nächsten grünen Awaska. Ja. Sprich mit Alex aus Galitz. Okay. Bewegt er sich? Ich hasse es, wenn sich's bewegt. Du das? Ah! Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ich muss mit dir über unsere ehemaligen Nachbarn sprechen. Es gibt Arbeit und ich soll die Leute auswählen. Der Vogt hat es mir bereits gesagt. Will er noch immer, dass sie als Schinder arbeiten? Das ist schon dabei. Davon profitieren alle. Nicht ganz. Es gibt nicht genügend Arbeit für alle und niemand will die Arbeit eines Schinders verrichten. Aber die Leute brauchen Arbeit, um zu überleben. Wasser tragen vielleicht. Doch wenn sie Arbeit verrichten müssen, die nichts für anständige Leute ist, sondern für den Henker oder den Schinder... Es ist also sinnlos, ja? Lieber betteln als richtige Arbeit leisten. Sogar Scheiße tragen ist besser als das. Du vergisst, dass das eine Aufgabe für den Schinder ist, nicht für Vertriebene. Selbst wenn wir wieder in Scarlet sind, wird der Gestank noch an ihnen haften. Weißt du, wer Geld am dringendsten nötig hat und kräftig genug ist? Silber haben alle nötig, aber nicht jeder eignet sich für diese Arbeit. Wen kann ich dann fragen? Wo finde ich geeignete Leute? Ich werde selbst mit ihnen sprechen und sie dann alle bitten, vor dem Rathaus auf dich zu warten. Es wird aber etwas dauern. Okay. Ich suche auch nach einer Köchin. Kennst du eine gute Köchin, die Arbeit sucht? Nun, da wäre Agnes. Es heißt, sie kocht besser als alle anderen, aber... Wo ist das Problem? Ist dir etwas zugestoßen? Nein, es ist nur so, dass ich sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Wenn ich mich nicht irre, bekocht sie nun den hiesigen Pfarrer und lebt im Pfarrhaus. Dann geht's der ja ganz gut, dann braucht die ja eigentlich nichts. Danke, auf bald. Wie hieß denn die... Weiß das gerade jemand? Wie hieß denn die Freundin von der Theresa, die gesagt hat, dass wir die als Köchin vorschlagen sollen? Ich habe ihren Namen leider vergessen, aber ich wollte eigentlich der den Job geben. Also, wenn sie kochen kann. So, das nächste grüne A ist jetzt irgendwo da vorne. Hier. Okay, dann suchen wir jetzt trotzdem erstmal nach der Agnes. 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 Du bist eine super Köchin, Agnes. Gott sei mit dir, Heinrich. Antonia? Ah, okay, danke. Haha, da weiß wirklich jemand noch den Namen. Sehr gut. Und wer bist du? Bettlerin Jana.
Wie behagt dir das Leben in Ratheim? Schätz, uns aufzunehmen war gütig, aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Ja, mir tun die auch echt leid. Was genau ist uns gar nicht geschehen? Er war doch da. Was geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratz sich zum König hält. Hm. So ist es gemeint. Ich könnte dir Arbeit besorgen, falls du weißt, wie man Adlige bekocht. Und wo hätte ich das lernen sollen? In Scarlets? Wenn du Haferbrei mit Schmalz brauchst, schön. Aber das genügt denen wohl kaum. Vermutlich nicht. Tja, dann bist du nicht die Richtige dafür. Warum verschwendest du dann meine Zeit? Komm wieder, wenn du mir was Wichtiges zu sagen hast. Ja, deine Zeit. Du hast ja hier so viel zu tun gerade, gell? Ich sehe schon. Ach so, sonst gibt's nichts. Okay. Oh Gott, dieses Kirchendrama das letzte Mal. Das war echt schlimm. Da ist Agnes. Bist du Agnes, die Haushälterin von St. Jakob? Bin ich. Oder war ich, bevor diese Teufel Scarlets niedergebrannt haben? Ach so. Was willst du? Ich suche eine gute Köchin und Haushälterin. Und alle haben mich zu dir geschickt. Gott hat mich gesegnet. Das ist wohl wahr. Der hiesige Händler braucht jemanden, der Adlige bekochen kann und sich um sein Haus kümmert. Nun, Pater Franziskus mag gutes Essen. Und ich kann nicht einfach woanders anfangen. Warum nicht? Weil ich immer noch seine Haushälterin bin. Aber er soll geflohen sein und nicht zurückkehren. Das sind alles nur Gerüchte. Ich bin nach wie vor seine Haushälterin. Wo ist Pfarrer Franziskus jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, als er zur Beichte nach Sasau ging. Aber das war vor diesen schrecklichen Ereignissen. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Ging er oft nach Sasau? Wo gastierte er dort gewöhnlich? Er war nicht so oft dort, vielleicht einmal im Monat. Er blieb stets im Gasthaus in der Nähe des Klosters, damit er nicht so weit gehen muss. Ich frage herum und finde heraus, was mit Pater Franziskus geschehen ist. Das ist nicht der, den wir gestern gerettet haben, nee. Unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, oh heilige Gottesgewiss. Verschmähe nicht unser Gebet. Okay. Soll ich jetzt einfach mal bei den ganzen Bettlern nachschauen, ob wir vielleicht eine Antonia finden? Ihr seid so doof. Ein lustiger Chat. Wie geht es dir, Heinrich? Gut, und selbst, Tonda? Tonda. Allmächtiger, ist dir etwas Tonda zugestoßen? Hatte jemand deine feinen Kleider geraubt? Ich hatte noch nie feine Kleider. Wie kommt ihr denn da drauf? Ist alles irgendwie zusammengeschustert, was ich... Hallo? Ja, aber das bringt alles keinen Rüstungswert, oder? Doch? Nee. Das war doch gerade noch blau. Da, das war blau. Kostet auch gar nicht mal so viel, ne? Es ist in Ordnung. Cornelius. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Das ist so komisch. Manche sagen, oh, hier der Ritter und der andere, oh, wo sind deine feinen Kleider hin? Was ist denn mit dir passiert? Okay. Wir suchen einfach mal nach dieser Antonia. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich soll Arbeiter auftreiben und wollte dich fragen. Warum mich? Weiß nicht. Nun, ich dachte, du wüsstest ehrliche Arbeit für ehrlichen Lohn zu schätzen. Was willst du damit sagen? Ich wollte dir bloß helfen. Was bist du nicht für ein barmherziger Samariter? Das ist denn bitte nicht jemand anderes. Okay. Wasser. Guter Christ. Hab Mitleid mit einem armen Tropf. Sigismund und seine Brut haben mir alles genommen. Verdammt. Ich
Ich habe nur edlen Wein, den gebe ich ihm ganz sicher nicht. Hier, ich habe noch einen billigen Schnaps. Und einen unbekannten Trank. Ich könnte mal gucken, was der macht. Der ist ja eh verurteilt. Oder steht das hier irgendwo? Warte, wenn ich das ins Inventar tue. Ein unbekannter Trank. Gott allein weiß, wozu er dient oder was er anzurichten vermag. Kann ich ihm den geben? Oh, Mann. Das wäre so schön gewesen. Na gut, dann kriegt er halt einen Schnaps. Schnapsi. Wie geht es dir, Danke. Heinrich? Tausend Dank. Du hast wahrlich ein gutes Herz. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Gott sei mit dir, Heinrich. Verdammt. Verdammt. Okay. Da ist noch eine Bettlerin. Oder ein Bettler. Männlich, glaube ich. Schauen wir mal. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Den fragt er nicht. Mhm. Gute Nachbarn. Hier hinten ist wahrscheinlich keiner. Hier laufen ja kaum Leute vorbei. Oh, Bäcker. Schön, dich zu sehen. Henker zusammen? Bei Gott. Aha. Wer Arbeit sucht, wird sich bei Tag auf dem Hof des Rathauses versammeln. Ich denke, ich gehe einfach direkt da jetzt hin. Willkommen, Heinrich. Immerhin haben wir jetzt Tag und es sollte jetzt losgehen. Und außerdem sehe ich hier keinen mehr, den ich irgendwie abwerben kann. Also abwerben vom Betteln. Der hier will ja nicht. So, schauen wir mal. Hallo Heinrich. So, wer sucht denn Arbeit? Suchst du Arbeit, Felsen? Felsen. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Felsen. Peter, aber alle nennen mich den Felsen. Ah. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... Oh, der ist Bergarbeiter. Minen? Du bist also Bergarbeiter? Dann ist er stark. Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück. Weil's mir gerade einfällt. Hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen? Ich weiß es nicht, aber deshalb bin ich nicht hier. Ich verstehe. Wie sehr willst du die Stelle als Wasserträger? Naja, im Moment gibt's für Bergarbeiter nicht viel zu tun. Zumindest würde ich damit ein paar Groschen verdienen. Die Arbeit ist allerdings hart. Der Weg zum Fluss ist weit. Glaubst du etwa, in einer Mine ist es leichter, wo du monatelang den ganzen Tag auf den Knien verbringst? Es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Scheiße. In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute sagen? Ich brauche Geld, klar. Aber danach könnte ich in keine Mine zurück. Ah. Aber du wirst doppelt entlohnt. Das Geld wäre nicht schlecht, wohl wahr. Aber was dann? Will ich mein ganzes Leben lang Scheiße tragen?
Sieh es doch so. Du bekommst das Doppelte in derselben Zeit oder gleich viel Silber in der Hälfte der Zeit. Nicht übel, oder? Da ist was dran. Naja, ich könnte es schnell hinter mich bringen und... Na gut, ich mach's. Wird mich schon nicht umbringen. Wunderbar. Du wirst es nicht bereuen. Wie kommst du zurecht? Du meinst das? Naja, ich habe wieder ein Gefühl im Arm. Was ist eigentlich passiert? Ich bin in Scarlets von einem Pferd umgerannt worden. Aber es geht schon besser. Pass auf, ich sehe doch, dass dein Arm noch nicht verheilt ist. Gott schütze dich. So kannst du kein Wasser tragen. Komm schon, ich schulde dem Knochensäger Geld und brauche Arbeit, damit ich es zurückzahlen kann. Ich tue alles dafür. Ich könnte dir etwas für deinen Arm besorgen. Bitte. Gut, aber du musst etwas Geduld haben. Ich habe momentan nichts dabei. Ich kann und werde warten. Aha. Der Vogt meinte, du hättest kein Wort gesagt. Wie geht es dir, Tja, er ist nicht gerade der Beliebteste nach allem, was passiert ist. Mach mir und den anderen keinen Vorwurf. Mag sein, aber hättet ihr den Mund aufgemacht, müsste ich mich jetzt nicht damit herumschlagen und ihr hättet längst ein paar Groschen. Das kann gut sein, aber jetzt ist es halt nun mal so. Was bekomme ich, wenn ich ein gutes Wort für dich einlege? Ein gutes Wort? Ja, wenn ich dem Vogt jemanden empfehle, dann hat derjenige sicher bessere Chancen auf die Stelle. Aber ich hab nicht mal einen Pisspot, hab alles verloren und obendrein Schulden. Aber vielleicht hab ich doch was. Sieh an, von was sprichst du? Hab in der Mine ein Gerücht gehört, bevor das mit Scarlett war. Was kam dir zu Ohren? Die haben was gefunden und wollten's geheim halten. Gab zwar kein Gemunkel über eine Silberader, aber was soll's sonst gewesen sein? Wenn man des Königs Silber stiehlt, wird man gehängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber du kannst nicht fürs Stehlen von Silber gerichtet werden, von dem keiner weiß. Also, der Trick scheiße. Felsen ist gleich scheiße. Das ist erst einmal alles. Früher liefen die mit einem schwarzen Umhang rum und wenn du mal musstest, dann ging man unter dem Umhang, weil der Mann darunter Eimer hatte. Verstehe. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, wo krieg ich Eimer her? Warte, noch ist nicht entschieden, wer die Arbeit bekommt. Erst brauche ich ein paar Antworten von dir. Wozu? Ich pack das schon. Aber frag nur. Was hast du vorher gemacht? In den Minen gearbeitet, an der Winde. Du hast bestimmt von Tonda die Winde gehört. Stark wie ein Ochse. Ah, der Name kommt mir bekannt vor. Du warst einer der neuen Bergarbeiter, oder? War ich. Bin letzten Herbst dazu gekommen. Der Winter war milde genug für die Bergarbeit, also konnte ich allen zeigen, dass ich zupacken kann. Kriege ich die Stelle? Wir sind noch nicht fertig. Bist du hier, weil du Wasser tragen willst? Naja, lieber würde ich wieder an der Winde stehen und sie drehen, bis allen der Kopf schwirrt. Aber Wasser kann ich auch tragen. Wenigstens gibt's dafür Geld. Du könntest auch etwas anderes tragen, Scheiße. Nie im Leben. Ich trag niemandes Scheiße. Und wer mich zwingt, dem breche ich die Beine. Was, wenn ich sage, dass du das echte Männerarbeit. Das mit den gebrochenen Beinen hast du verstanden? Habe ich. Aber das Doppelte. Ich wäre nicht mehr Tonda die Winde, sondern Tonda der Kacke-Schlepper. Okay. Wie läuft es so bei dir? Also, nicht gut. Tonda Wasser. Ich helfe hier und da aus und krieg etwas Geld dafür, aber reichen tut's nicht. Besonders dann nicht, wenn sich auch noch die Würfel gegen mich verschworen haben. Verstehe. Hast du nach anderer Arbeit gesucht? Wozu? Sie nehmen die Minen wieder in Betrieb, dann acker ich wieder wie ein Mann. Du könntest als Wache anfangen. Das tun echte Männer, oder? Stimmt, das könnte ich bestimmt gut. Wenn ich zu lange, glaubst du, einen Gaul hätte ich getreten. Das habe ich mal einem beim Würfeln bewiesen. Aber ich bin zu klug für den Wachdienst. Zweifellos. Wie läuft es so bei dir? Nicht gut.
Ich helfe hier und da aus und krieg etwas Geld dafür, aber reichen tut's nicht. Besonders dann nicht, wenn sich auch noch die Würfel gegen mich verschworen haben. Verstehe. Hast du nach anderer Arbeit gesucht? Wozu? Sie nehmen die Minen wieder in Betrieb, dann acker ich wieder wie ein Mann. Zu schade, dass es keine Arbeit für starke Männer gibt. Wie gesagt, die Minen werden bestimmt wieder in Betrieb genommen. Dann kann ich wieder ackern. Ich hörte, ihr wollt nicht mit dem Vogt sprechen. Weiß nicht. Die anderen haben nicht mit ihm geredet, also habe ich auch die Klappe gehalten. So läuft's eben in den Minen. Er hat mich sowieso nichts Gescheites gefragt, hat nur irgendwas vor sich hingemurmelt. Was gibst du mir, wenn ich dich empfehle? Was soll ich dir schon geben? Ich hab nicht mal einen Pisspot. Nur starke Arme. Wenn ich einen damit schlage, bleibt er liegen. Angenommen, du bekämst die Stelle. Zeigst du mir dann, wie man ordentlich zuschlägt? Aber ja. Abgemacht. Das wäre eigentlich mal ganz gut. Ich bin nämlich echt, echt nicht so gut. Abgemacht. Eigentlich ist es blöd, dass ich die alle so ein bisschen ausnutze dadurch. Aber irgendwie muss man ja auch drankommen. Und es wird hier nicht als negativ, glaube ich, gewertet. Also es ist ja ganz normal im Text. Und ich gehe einfach nur alles durch. Ich hoffe mal, dass es nicht für mein Image irgendwie schlecht ist. Okay, also der zeigt mir, wie man zuhaut. Und der andere zeigt mir, wo ein Schatz ist, gell? So. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie viele Leute ich eigentlich nehmen darf. Aber ich glaube, ich gehe dann einfach. Erst muss ich den Vogt sprechen. Er entscheidet. Und, ich hoffe, er nimmt mich. Sonst werde ich unmöglich zornig. Halt den Leuten. Empfehl ihm die Leute. Nee, wird's nicht. Okay, gut. Was hat er gesagt? Er entscheidet und dann? Ich hoffe, er nimmt mich, sonst werde ich womöglich zornig. Ach so. Ja. Wenn du glaubst, ich habe Angst, irrst du dich. Wir werden sehen. Ja, ja. Der kann mir hier nicht drohen. Ich wollte ihn eigentlich nehmen, bis er mir gedroht hat. Hey, bin ich etwa unsichtbar? So. Du willst die Stelle als Wasserträger? Allerdings. Wird Zeit, dass uns mal wieder was Gutes widerfährt. Stimmt. Ich hätte zuerst nur ein paar Fragen. Was? Aber ich will die Arbeit und hab sie auch verdient. Spar dir deine Fragen für die Tauge nicht so auf. Ja. Weshalb solltest gerade du die Stelle verdient haben? Was bist du von Beruf? Ich besaß eine Mine. Also, ich hatte sie als Lehen. Aber in unserem Geschäft kommt das aufs Gleiche raus. Ein Minenbesitzer? Aber hast du je einen Eimer Erzberg aufgeschleppt? Wozu schleppen? In der Mine gibt es dafür Winden. Wasser tragen ist harte Arbeit. Eine Mine zu verwalten auch. Aber das ist was anderes. Zum Wassertragen braucht es Armschmalz, nicht Hirnschmalz. Ich wurde nicht als Minenbesitzer geboren, weißt du? Hab genügend geschleppt. Du könntest auch die Latrinen leeren. Willst du mich beleidigen? Das ist keine Arbeit für anständige Christen. Deshalb gibt's dafür das Doppelte. Das Doppelte, wie? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein Mann meines Ranges, bestimmt haben es andere nötiger. Aber er würde es machen. Das Doppelte. Er würde es machen. Wie ergeht es dir so in Ratai? Nicht so gut. Wollte dem Vogt meine Fähigkeiten als Verwalter anbieten, aber der behandelt mich wie einen Bauern. Er ist nicht der umgänglichste, wohl wahr. Aber wenn du ihm beweist, wozu du fähig bist. Wenn er mir denn die Chance geben würde. Der Vogt beschwerte sich, dass er dir kein Wort entlocken konnte. Hab mich geweigert, mit dem zu sprechen. Letztes Mal hat er mich angebrüllt und damit gedroht, mich auszupeitschen. Und dann verhört er mich. Ja, verständlich, dass du ihm die kalte Schulter zeigst. Was würde für mich dabei herausspringen, wenn ich dich empfehle? Ah, so läuft das also, was? Ein ehrbarer Mann bekommt nur Arbeit, wenn er Silber springen lässt? Ich versuche doch nur, dir zu helfen.
Es wäre nicht leicht, den Vogt zu überreden, dich zu nehmen. Na schön. Ich hab zwar nichts, aber wenn ich ein Wörtchen mit dem Sasauer Schmied wechsle, macht er dir einen guten Preis. Günstigere Ausrüstung kann nie schaden. Abgemacht. Abgemacht. Komm zu mir, sobald ich die Arbeit hab. Dann fädle ich das ein. Gar nicht so schlecht. Was hat er nochmal? Weshalb solltest gerade du die Stelle verdient haben? Ich besaß eine Mine. Also, ich hatte sie als Lehen. Aber ja, okay, also der hat nie wirklich schwer getragen. Das wär's fürs Erste. Wie heißt der gute Mann? Cornelius, okay. Schreibt mir das eben noch auf.